Warte kurz. Willst du mich heiraten? Oh, das kommt so unerwartet. Wo ist der hin? Wie lange muss ich noch warten? Ich warte schon eine Stunde. Was macht sie denn? Bist du immer noch nicht fertig? Ich fasse es nicht. Ganz ruhig. Ich mache meine Lippen und ziehe mich an. Was? Ich habe keinen Lippenstift mehr? Ach, wein doch nicht. Das ist doch halb so wild. Ich kaufe dir einen neuen. Er braucht zu lange. Vielleicht ist etwas passiert. Er muss in einem Aufzug stecken geblieben sein. Was? Nein, nein! Lasst mich raus! Ich muss ihn retten. Komm schon, Neil! Es klappt nicht. Damit wird's gehen. Komm schon, geh schon auf. Ja, endlich! Du solltest sie gleich umtopfen. Das ist nicht Neil. Lass uns von hier verschwinden. Die arme Vivian ist so besorgt. Ich kann ihn ja anrufen. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Woher kommt das Geräusch? Was? Schatz? Du Betrüger! Nimm das! Nimm das! Oh, ich war diejenige, die angerufen hat. Vivian beschließt, einige von Neils Comics zu lesen, um sich die Zeit zu vertreiben. Was, wenn mein Freund ein Superheld ist? Ha, das ist witzig. Fauler Tor? Nicht mein Typ. Und was noch? Ich werde dich vernichten. Ups. Das ist zu viel. Ich übertreibe wohl etwas. Irgendetwas ist hier. Was ist das? Ein Gewicht? Oh, ich verstehe. Ihr trainiert jeden Tag. Du bist so stark. Ach ja? Ich werde auch große Muskeln bekommen. Er ist schon ewig weg. Er muss noch im Bad sein. Oh, natürlich. Schatz, komm raus. Was? Ist das Hexerei? Oh. Nö. Okay, wie wäre es damit? Dieser Kunde macht mich noch wahnsinnig. Es ist alles rot. Ich glaube, ich weiß es. Das ist ein Streich. Er versteckt sich. Ja. Ha! Hier ist niemand drin. Was, wenn er von Aliens entführt wurde? Wo bin ich? Hey, fass mich nicht an. Was suchst du? Das ist ein Lippenstift für meine Freundin. Gib ihn zurück. Nein, das ist doch lächerlich. Welchen Schmuck soll ich tragen? Oh, ich weiß. Er wird mir einen Antrag machen. Hä?
Wow, schöne Ringe. Darf ich mir die mal genauer ansehen? Natürlich. Der ist perfekt. Ich nehme ihn. Danke, viel Spaß. Das muss ich meinen Freunden erzählen. Ihr werdet es nicht glauben. Mir und ich sind verlobt. Kommt rüber. Yay, yay, yay. Ihr heiratet. Wir werden deine Brautjungfern sein. Ich bin so glücklich. Lass uns einen Schleier aufsetzen. Du siehst wunderschön aus. Wow, was für ein tolles Paar. Warum kommt ihr nicht zurück? Sei nicht traurig. Es wird alles wieder gut. Schau, was ich hab. Eine Braut und ein Bräutigam. Ich sehe gut aus in diesem Kleid. Woher hast du dieses Foto? Du hast unser Foto ruiniert. Nein, nicht so. Ihr seid nutzlos. Wir wollten nur helfen. Wo kommt das alles her? Ich bin sprachlos. Er muss ein Mafia-Boss sein. Was ist das? Neue Gewinne. Ich kann das alles gar nicht mehr zählen. Ich habe gerade den Schrank geöffnet und Geld gefunden. Nie verheimlicht mir etwas. Mach dich nicht lächerlich. Oh, der kommt mir bekannt vor. Mädels, seht ihr das? Das ist Neil. Er muss hier sein. Ich brauche diesen Ring. Er ist für Vivian. Ich muss ihn stehlen. Sie wird ja sagen. Ich nehme das andere Zeug auch mit. Nee, steckt in Schwierigkeiten. Ich muss ihm helfen. Was ist mit ihr los? Ach, egal. Du wirst mir die Wahrheit sagen. Mit wem arbeitest du zusammen? Das werde ich nie verraten. Wo wird er festgehalten? Schatz, haben sie dir einen Anwalt besorgt? Das ist mein Verlobter. Was meinst du? Welcher Verlobte? Oh, das ist er nicht. Vivian ist so verzweifelt auf der Suche nach ihrem Verlobten. Vielleicht sollte sie Zettel aufhängen. Dieser große Kerl verlaufen? Ich brauche einen roten. Hier ist ein schöner Farbton. Nein, den lieber nicht. Wie wäre es mit dem hier? Immer noch nicht. Der hier? Wo ist der? Sieh mal, hast du den hier gesehen? Zimmer 5. Neil, mein Liebster, ich kümmere mich um dich. Hä? Bist du durstig? Warte. Hier, ich werde dir helfen. Und 20 Jahre später trafen sie sich in Paris wieder. Hä? Miss, wachen Sie auf. Warten Sie draußen. Was macht er mit ihm? Oh! Wer ist das? Hi, danke für alles. Ups, Vivian hat sich um den falschen Typen gekümmert. Was machen die da? Was ist denn hier los? Oh. Vivian, ich versuche deinen Lippenstift zu finden. Das ist er. Lass uns nach Hause gehen. Er ist endlich weg. Du bist ganz schmutzig. Hör auf, das gefällt mir nicht. Oh, Geld. Was? Er ist schon wieder abgehauen? Neil! Wo ist sie? Egal.
Wie fandet ihr die Geschichte mit Vivians verschwundenem Freund? Schreibt uns, was euch am besten gefallen hat. Wollt ihr einen zweiten Teil sehen? Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von Woohoo WoMotion.